Ich bin zum Jagdschein gekommen über den Vogelschutz und über den Naturschutz. Vogelschutz ist eigentlich mein ureigene Ding. Die heimischen Singvögel hier, die kenne ich sehr, sehr gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und diese Neigung hat Fritz Grannemann im höchsten Maße gefördert. Ich möchte der Bevölkerung einmal mehr, unseren Bürgern hier in Friedewalde einmal mehr klar machen und zeigen, was wir gemacht haben, wie Naturschutz vor Ort gestaltet werden kann und was absolut wichtig ist. Wir brauchen diese Hecken, nicht nur wir, auch unsere Tierwelt braucht einfach diese Hecken. Diese Bustouren habe ich immer von zu Hause aus durchgeführt. Hier sehen wir jetzt ein Biotop. Dieses Biotop ist noch von der Firma Mannesmann bis 2018 angepachtet. Es ist gewissermaßen eine Ausgleichsmaßnahme bezüglich des Sendemastens, den wir hier sehen. Diese Fläche, die wir hier sehen, ist eine hochwertige Fläche, gerade für Amphibien. Die nächste Station ist ein großes Areal der Familie Diekmann. Wir haben hier auf einer Fläche von einem Hektar 8000 Pflanzen gepflanzt. Bemerkenswert und erwähnenswert ist vor allen Dingen noch, dass wir einen sehr trockenen Sommer hatten, als diese Anpflanzung durchgeführt worden ist und die Pflanzen drohten alle einzugehen. Die Feuerwehr hat uns netterweise unterstützt und hat diese Pflanzen gewässert und Sie sehen, es ist wunderschön geworden. Wir fahren also weiter von der Fläche Diekmanns zu ehemals Pechters Teich. Hier sind 12.500 Pflanzen in die Erde gekommen und 2,5 Hektar groß ist diese Fläche. Wir sind an der Anpflanzung Pechters Teich vorbei und sehen jetzt das Biotop Zahnefeld. Hier ist noch die Nachtigall vorhanden und ebenso der Teichrohrsänger. Dieser Teich hat eine beträchtliche Größe, droht auch nicht zu verlanden, eben aufgrund seiner Größe. Ein Stück weiter sehen wir eines der seltenen Naturdenkmäler hier in Friedewalde. Das ist nämlich diese riesengroße Eiche, die sich auf dem Hof meiner Schwägerin bzw. meines Bruders, der leider verstorben ist, befindet. Die Gedanken gehen auseinander, es werden immer wieder Prognosen aufgestellt, wie alt ist diese Eiche. Wir sollten dann eine Kernbohrung vornehmen lassen, das habe ich abgelehnt, aus dem einfachen Grunde, es ist vollkommen uninteressant, ob dieser Baum 300, 500 oder 800 Jahre alt ist. Ist vollkommen uninteressant, aber bei solch einer Bohrung gelangen unter Umständen Bakterien in den Stamm und irgendwann fängt der Baum dann an zu kranken und das möchte ich in jedem Falle vermeiden. Wie gesagt, ein Naturdenkmal der feinsten Garnitur. Die nächste Station, die wir ansteuern, ist unser Naturschutzgebiet Piwitzfeld. Der Ausdruck Piwitzfeld kommt von Kiebitz. Auf dem, im Plattdeutschen heißt eben der Kiebitz Piwitz. Nur der Kiebitz hat in dieser Region sehr, sehr abgenommen, was im höchsten Maße bedauerlich ist. Dieses Naturschutzgebiet umfasst 5,5 Hektar. Und beinhaltet ganz, ganz seltene und teilweise schon im weiten Maße ausgestorbene Pflanzen. Und demzufolge hochwertvoll und eines der Kleinode hier bei uns im Friedewalde. Und wir können stolz sein, dass wir dieses Naturschutzgebiet haben. Denn in anderen Orten im ganzen Kreis gibt es sowas nicht. Und ich habe mir immer einen Kopf gemacht, dieses reiche Deutschland muss doch in der Lage sein, ein Heckensystem und ein Waldsystem zu besitzen und auch zu fördern und auch zu bezuschussen. Denn es ist ja grundsätzlich so, die Bäume stehen nicht irgendwo, sie stehen auf dem Gelände, auf dem Grund und Boden irgendwelcher Landwirte. Das darf man nicht vergessen. Und die müssen schon mit ins Boot genommen werden, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Das haben wir auch immer gemacht und ich denke, das hat in Friedewalde auch gut funktioniert. Grundsätzlich ist es so, wir reden miteinander, sind nicht immer einer Meinung.
Und zwischendurch muss man sich mit denen auch mal betrinken. Aber dann klappt das ganz gut. Die nächste Station ist eine große Anpflanzung. Das heißt, eine Anpflanzung in der Größe von 2,3 Hektar mit einem riesengroßen Teich in der Mitte drin. Hochwertvoll für besondere Pflanzen, aber auch für Vogelwelt. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Bornsche Biotop. Wir haben einen Teich in der Mitte drin und das Interessante an diesem Teich ist, die Wasseroberfläche des Teiches liegt 1,5 Meter über der Wasseroberfläche der Ösper. Und dieser Teich, die ja unmittelbar nebeneinander liegen, läuft nicht aus. Unsere nächste Station ist ein uraltes Biotop, das erste überhaupt, was von den Jägern angelegt worden ist und befindet sich jetzt im Besitz der Familie Meyer. Im Zuge einer Ausgleichsmaßnahme, die die Firma Schwier leisten muss, sind wir mit der unteren Landschaftsbehörde übereingekommen, dieses Stückchen Natur wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Es befindet sich ein Teich drinne und dieser Teich ist wiederholt umgekippt und das alles soll saniert werden. Ich finde es unwahrscheinlich gut. Eine Ausgleichsmaßnahme wird auf einer Fläche durchgeführt, die schon vorhanden ist. Wir verbrauchen also keine hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen dafür. Ich wünsche mir, dass wir in Friedewalde junge Leute finden, die in dieser Schiene mitmachen und auf dieser Schiene mitarbeiten, sodass wir dieses Heckensystem, was wir hier haben, was wirklich vorbildlich ist, auch gepflegt wird.